Hi, good to see so many of you here. Questions one at a time, please. Okay, go. You got you. Endspiel der diesjährigen UEFA Champions League. Es war ein hochklassiger Wettbewerb, aber heute setzen wir nochmal einen drauf. Bleiben Sie unbedingt dran, wir zeigen es Ihnen aus dem London Stadium. Willkommen zu einem der wichtigsten Spiele des Fußballjahres. Ja, vielleicht zum wichtigsten Spiel überhaupt. Finale der UEFA Champions League. Die Spieler freuen sich, die Zuschauer freuen sich und wir beide auch. Wolf Fuß und Frank Buschmann, das gewohnte Team, ist also auch heute wieder für Sie am Mikrofon. Und in wenigen Minuten geht's hier los. Nottingham Forest gegen Liverpool. Finale in der UEFA Champions League. Wir haben das alles schon erlebt. Da flattern auch den größten Routiniers die Nerven. Und das ist dann auch die Gefahr. Hier hängt sehr viel von der Ruhe ab, sehr viel von der Strategie ab.
for Nottingham Forest line up as follows. Number 12, Keylor Navas. Number 4, Joe Morrow. Number 11, Alfonso Davies. Number 22, Ryan Yates. Number 13, Timo Werner. And number 20, Julian Draxler. Also wenn die auflaufen, dann weißt du, was du bekommst. Das wird ein intensives Spiel, Buschi. Ja, Wolf, also natürlich immer wieder über das Pressing kommen, weil sie dem Gegner auf den Füßen stehen, weil sie ihm keine Luft zum Atmen geben. Finale hier in der UEFA Champions League. Wir gehen rein in dieses Spiel. Draxler. Sie spielen den Ball steil. Guter Heber. Kann diesen Ball halten. Gefährlicher Steilpass, Ball kommt gut. Die Szene geht weiter, kein guter Befreiungsschlag. Oh, mit dem Fallrückzieher will er da den Treffer machen. Akrobatisch, aber sind wir ehrlich, richtig gefährlich. Gut gemacht, gutes Tackling. Auf ihn wird's ankommen heute, da bin ich sicher. Er ist der Torschützenkönig dieses FUT-Vereins und das ist eine Riesenleistung. Daran können wir schon ablesen, wie wichtig er für diesen Club ist. Den brauchen sie, sie brauchen Top-Leistungen von ihm. Zur Ecke abgewehrt. Den Kopfball hat er, klasse gemacht. Gar nicht einfach, denn der war wirklich gut. Niklas Füllkrug. Stark verteidigt. Sieht vielversprechend aus. Alfonso Davies. Julian Draxler. Draxler verliert den Ball. Wirtz. Wirtz. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Ja, das sieht der Trainer gar nicht gerne. So eine Chance müssen Sie nutzen. Ja, aus der Distanz vor allem, Wolf. Da müssen Sie das Tor schon machen. Alfonso Davies. Julian Draxler. Auf außen ist jetzt Platz. Wichtig, dass er da klärt. Vielleicht sollten sie ihn runternehmen. Die Verletzung macht ihm wohl doch zu schaffen. Alexander Arnold. Fabinho. Ball kommt gut bei diesem hohen Steilpass. Im Rücken der Abwehr gelauert, aber auch gutes Timing. Aber hier geht was schief. Abseits. Ja, da hat nicht viel gefehlt. Klar, das ist abseits. Aber wenn diese Taktik aufgeht, dann hast du wahrscheinlich eine klare Torchance. Und dann wird es richtig gefährlich. Jetzt der Angriff über Timo Werner. Tja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Ballverlust Liverpool. Einwurf Liverpool.
Okay. Wirtz. Fabinho. Jetzt können sie es machen. Ball wird geblockt. Von Havertz, so gefährlich. Der Angriff damit beendet. Niklas Füllkrug. Er schießt. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung noch gebraucht hätten. War ja eigentlich in Echtzeit schon recht deutlich. Ja, aber so gibt es dann eben keine Diskussionen mehr. Nein, wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Wirtz. Bastoni. Lukas. Ein Pass mit viel Auge. Salah. Champions League vorne. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Die Flanke kommt rein und dann trifft Mohamed Salah aus kürzester Distanz. Ja, das kann er natürlich. Da hat er die Technik. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Er holt sich den Ball. Wirtz. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Wird das seine Torchance? Ach. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Viel Einsatz. Szene geht weiter. Da hat so ein wenig die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Es gibt Einwurf. Das ist Guardiol. Ich glaube, er ist angeschlagen. Sie sollten ihn vielleicht rausnehmen. Davis. Den hat Alisson, natürlich. Lukas. Ah, Ballverlust. Da wäre Platz für den Konter. Was für eine Chance! Oh, come on. Sie machen das Tor. Zwei Tore jetzt die Führung. Aktuell deutet alles darauf hin, dass sie dieses Finale gewinnen. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Guter Pass jetzt. Abseits, überhaupt kein Grund zur Aufregung. Gefahr ist erstmal bereinigt. Ah, das war eng, das war knapp. Den Lauf müssen sie besser timen. Dann wird es hier richtig gefährlich. So kann die Abwehr durchatmen. Das Timing hat nicht gepasst. Liverpools Ballbesitzstatistik in diesem Spiel. Man ist nicht überzeugt. Oh, das sieht nicht gut aus. Könnte gelb geben. Schiri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Könnte was werden, aber ist er nicht. Den Ball holt er sich. Gut gemacht. Alexander Arnold. Das ist Fabinho. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Fabinho. Er geht schön dazwischen. Gefährlich, der Steilpass. Ah, das ist dann abseits. Vorne so. Knappes Ding, Wolf. Aber da lassen Sie sich zu lange Zeit mit diesem Steilpass. Den musst du sofort spielen. Dann kann was entstehen. So nicht. Werner. Mei.
Wirtz. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Wirtz. Salama. Das ist die Chance. Da wäre das Tor beinahe gefallen. Alfonso Davies. Da haben wir Draxler. Ist das der Anschlusstreffer? Er trifft den Pfosten. Come on. Da passt er auf und kann klären. Alu-Treffer, diese schöne Aktion hätte ein Tor verdient gehabt. Es fehlen Zentimeter. What is that? Dieser Pass findet sein Ziel nicht. Wirtz. Darwin ist das. Ballverlust Liverpool. Draxler. Es gibt Einwurf. Niklas Füllkrug. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Er kann klären. Klasse Pass jetzt. Da ist die Flanke. Dann kann er erstmal klären. Vorne der Ballgewinn. Oh, so. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Wirtz. Liverpool mit dem Ballverlust. Timo Werner. Er hat die Chance. Alles schon hält. Was macht die Abwehr da? Gute Parade, aber sie bekommen den Abpraller nicht. Und der Nachschuss zerrt. Er ist dann drin. Wird Vorwürfe geben, ist doch klar. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade. Richtig gute Parade. Aber der Ball kann nicht geklärt werden. Und das ist eben gefährlich. Nächste Chance. Das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Oh, da sehen wir schon die ein oder andere Sorgenfalte auf der Stirn. Dieser Gegentreffer, der schmeckt dem überhaupt nicht. Pausenpfiff. Durchgang 1 ist zu Ende. Kurz durchatmen, dann geht's hier weiter. So, weiter geht's jetzt mit dem zweiten Spielabschnitt in diesem UEFA Champions League Finale. Mohamed Salah. Na wo, das selbst will. Ball wieder zu Salah. Wirtz. Das ist die Möglichkeit. Liverpool lauert auf seine Chance. Der Versuch. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Den fangen sie ab. Sie suchen die Lücke. Wirtz.
Das gibt Einwurf. Ein guter Block hier. Ganz wichtig in dieser Szene, der Verteidiger holt sich den Ball. Den klärt er. Wirtz. Ballverlust Liverpool. Kurz eingestreut, Atletico Madrid scheint einen Schritt weiter, was den nächsten Transfer angeht. Jetzt kursieren nämlich schon erste Ablösesummen. Richtig, aber wirklich fix ist da noch nichts. Da müssen wir einfach mal abwarten. Parade Alisson, aber Gefahr noch nicht bereinigt. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Alexander Arnold. Kein Pfiff, Vorteil. Vielleicht können Sie das jetzt ausnutzen. Darwin. Ja, guter Pass. Wirtz. Die Chance auf den Konter. Da kommt der Konter. Timo Werner. Da passt der klasse auf. Gibt jetzt hier doch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ja, ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Ecke kommt rein. Alisson verhindert das Tor aus nächster Nähe. Was für ein sensationeller Reflex. Und noch ein Eckstoß. Und der Ball ins eigene Tor. Kann passieren, so ein Eigentor. Ja, aber ärgerlich ist es natürlich trotzdem. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Liverpool lauert auf seine Chance. Trent Alexander-Arnold. Jetzt. Kaum wurde es gefährlich, holte sich den Ball. Klasse. Was für ein Lauf. Kommt jetzt das Abspiel. Klärt den Zeiten aus. Wird natürlich Einwurf geben jetzt. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Sicher gehalten den Kopfball, aber das war dann auch keine Herausforderung. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise. Diese, um irgendwelche Probleme zu machen. Fabinho. Salah am Ball. Pass wird abgefangen. Frei, da kann was draus werden. Yes! Sie haben es geschafft. Riesenaktion und jetzt liegen sie hier vorne in diesem UEFA Champions League Finale. Ganz wichtiges Ding. Unwiderstehlich drischt er den Ball hier ins Tor. Ein Strahl. Also dafür braucht sie schon eine ordentliche Schusstechnik. Zu 2 also. Da ist alles drin. Fabinho. Liverpool lauert auf seine Chance.
Schön zugemacht. Sie unterbinden diesen Angriff. Sie haben den Ball. Mohamed Salama. Gehalten von Havertz. Noch gefährlich. Salah. Der Ball ist erstmal rausgespielt. Alexander Arnold. Wirtz. Eine klasse Parade. Von Keyla Navas. Der lässt sich nicht überrumpeln. Den hat er gehalten. Kurzer Eckball. Wirtz. Gabriel. Ballverlust Liverpool. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Das könnte was werden jetzt. Er zwingt diesen Ballverlust. Fabinho. Wirtz. Salah. Er steht richtig und stellt so den Passweg zu. Gut gemacht. Oh, toller Pass. Gute Aktion. Jetzt kann sich hier eine Chance entwickeln. Sie müssen weiter aufpassen. Pfosten. Davis. Es sieht gut aus, was Sie hier machen. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Liverpool mit dem Wechsel. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Fabinho. Liverpool mit dem Ballverlust. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Na, der kommt gut. Und dann verlieren sie doch den Ball. Ball wird abgeschirmt. Diogo Jota. Wird's jetzt gefährlich? Liverpool lauert auf seine Chance. Und das gibt Abstoß. Wechsel bei Liverpool. Werner. Die Fans wollen den Abschluss. Alisson gehalten. Weltklasse, kann man nicht anders sagen. Gibt die Ecke kurz vor Schluss. Jetzt können sie alles klar machen. Das könnte schon das Tor zum Sieg sein hier in diesem Finale. Sie erhöhen die Führung auf 2 Tore. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein. Und dann kommt der Kopfball technisch wunderbar gemacht. Ist das, da gibt es gar nichts zu halten. Neuer Spielstand 4:2. 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Luis Diaz. Diogo Jota. Ja, schwacher Ball hier. Sehr dribbelstark. Da sehen wir es wieder. Der Volley. Da ist der Torwart da. Gut gemacht.
So, jetzt die kurze Variante. Mohamed Salah. Luis Diaz. Sie versuchen viel, um hier wieder ins Spiel reinzukommen, aber diese Chance können sie nicht nutzen. Und man spürt, da geht vielleicht noch was. Davis. Aurier. Kaum wurde es gefährlich, holte sich den Ball, klasse. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Gut dazwischen gegangen. Ein Pass mit viel Auge. Vielleicht der Anschlusstreffer. Klasse Aktion von Navas. Das ist mehr als ordentlich vom Unparteiischen. 4 Minuten Nachspielzeit. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Die Verletzung scheint doch schlimmer zu sein. Da sind Mitspieler frei. Er geht dazwischen. Ja, das ist vielleicht die Chance jetzt. Boah, wie Alisson den noch gehalten hat. Das war eine Riesenparade. Was für eine Reaktion, was für eine Szene. Flanke Mohamed Salah. Bild. Geht da noch was? Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. Hier nochmal die Wiederholung des Treffers. Ja, da hat das natürlich leicht. Niemand da, alles offen, das ist kein Problem. 4-3 der Spielstand, das erlebt man auch nicht alle Tage. Wir kennen den Gewinner dieses Wettbewerbs. Das Spiel ist aus. Glückwunsch an diese Mannschaft. Was für ein Triumph, was für ein Spiel. Nervenstark, spielstark. Und am Ende einfach auch besser, konsequenter, kaltschnäuziger. Die haben wirklich alles, was eine Spitzenmannschaft braucht. Absolut, sie haben in dieser Saison wirklich Maßstäbe. Spielerisch, aber natürlich auch taktisch. Es hat, muss man so deutlich sagen, am Ende immer wieder Spaß gemacht, denen zuzuschauen. So, wir sehen schon, ne? Können es kaum mehr erwarten. Sie wollen natürlich diesen Pokal haben. Sie wollen ihn in den Händen halten. Sie wollen Konfettiregen, Feuerfontänen, alles, was sie haben, an Partygedöns. Ach, ich mag das einfach. Da ist er, der Pott der UEFA Champions League. Egal, wie lange du im Geschäft bist, egal, was du schon alles mitgemacht hast, das hier ist besonders. Ja, das ist ein sehr, sehr besonderer Moment. Und diese Mannschaft wird in die Geschichte eingehen. Jeder einzelne Spieler wird in die Geschichte eingehen. Unvergessen. Kann mich bleibt nicht vergessen. Das Ding bleibt für immer. Auf den Torhüter geachtet, wie der da rechts tanzt. Um Gottes Willen. Wo ist eigentlich der Fan? Und jetzt geht's rüber zu den Anhängern. Die haben natürlich auch großen Anteil an diesem Triumph. Ja. Und das ist wichtiger, als viele glauben wollen. Da wird ja immer gesagt, ja, die Kommentatoren, was für einen Triss erzählen die da. Zusammenhalt, Mannschaft, Fans. Sowas kann dich tragen. Und das kann dich bis hierhin tragen. Bis zum Titelgewinn. Schöne Bilder. Hier nochmal der Blick auf den aktuellen Champions League Sieger. Ein wunderbares Bild zum Abschluss des Spiels. Foto. Das mit Foto. Foto. Abschluss einer tollen Saison. Foto. Ja. Foto. Ein Pass mit viel Auge.
Was für eine Chance! Sie machen das Tor. Zwei Tore jetzt die Führung. Aktuell deutet alles darauf hin. Timo Werner. Er hat die Chance. Was macht die Abwehr da? Gute Parade, aber sie bekommen den Abpraller nicht. Alisson verhindert das Tor aus nächster Nähe. Was für ein sensationeller Reflex. Unter Druck geht der Ball ins eigene Tor. Ist das bitter. Tor! Sie haben es geschafft! Riesenaktion und jetzt liegen sie hier vorne in diesem UEFA Champions League Finale. Eine klasse Parade von Keylor Navas. Der lässt sich nicht überrumpeln. Den hat er gehalten. Alisson gehalten. Weltklasse, kann man nicht anders sagen. Gebt die Ecke kurz vor Schluss. Jetzt können sie alles klar machen. Das könnte schon das Tor zum Sieg sein hier in diesem Finale. Sie erhöhen die Führung auf 2 Tore. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Flanke Mohamed Salah. Geht da noch was? Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. Ai, babu, você é foda mesmo. Por que você me desce no teu quadro agora? Não sei como é que você pausou e como é que eu pauso. Como é que você fez isso, babu? Agora eu vou ter que Just got a couple of questions for you. Cadê o You need this good habit. I'm so glad to go to the different teacher that I've lost to this. Thank you. Até quando você ganha. Bom. Trouble. Triple trouble. History has been made at their club. It's for sure. Pupa Lin team had extraordinary trouble winning the Premier League, the Emirates FA Cup, and the UEFA Champions League this season. They win. Never forget. A minha liga paga tão mais assim do que 9 vezes mais. Caralho. Se você...
Zuri. Lived happily ever after.